dramatische Entwicklungen mit diesem gefühlten Geständnis von Eve. Ich bin jetzt nicht ganz. Ich guck mal nach Keller und Baby und so, was sie damit. Also sie sagt in dem Ding, dass sie die Leiche in den Keller gebracht haben. Man sieht ja mal die Umrisse von dem Kopf, ne? Das ist vielleicht dann doch wichtig mit dem Filter. Bringt es eigentlich was, wenn ich das hier spiele? Kann man gegen sich selber spielen. Das 4 gewinnt, oder was? Was ist das für ein Spiel? Ist das Go? Ist das 4 gewinnt? Was ist das für ein Spiel? Mirror Tiles, kenne ich nicht. Ist irgendwie wichtig für das Spiel. Ich mach mal alles voll hier. Was ist das für ein Quatsch? Das Witzige ist, wenn man den Kopfumriss sieht. Also mit dem Keller. Oh, da gibt es 3 neue Einträge. It was after dinner. I had spoken to Simon's parents on the phone. I looked up for an early night and I suddenly had this thought. Muss nochmal kurz, ich bin ein bisschen abgelenkt gewesen, nochmal von vorne schauen. It was after dinner. I had spoken to Simon's parents on the phone. I looked up for an early night and I suddenly had this thought. I think it was something his mum had said. She'd been speaking about old stuff, sad stuff, about when we lived there, about the baby. There's some boxes in the cellar, nursery stuff, stuff we never needed, and I never had the heart to throw out. And I suddenly remembered that when I'd looked down there the week before, those boxes, that pile was in the wrong place. I went cold all over. I went down there with a torch and went straight to the back. And that's when I saw the bin bags. Pulled them open, saw the body. I screamed and that's when I called the police. Okay. Was? Da hat man ja kurz was gesehen. Boah. Also, das muss man jetzt nochmal anhören, weil es echt interessant ist, gerade der Teil. Aber welchen Körper? Sie hat jetzt den Körper entdeckt? It was after dinner. I had spoken to Simon's parents on the phone. I looked up for an early night and I suddenly had this thought. I think it was something his mum had said. She'd been speaking about old stuff, sad stuff, about when we lived there, about the baby. There's some boxes in the cellar, nursery stuff, stuff we never needed. And I never had the heart to throw out before. Those boxes. Okay. Sie erzählt, dass sie mit Simons Eltern telefoniert hat. Man weiß nicht genau zu welchem Zeitpunkt. Vielleicht als der Simon schon weg war. Und ja, also um das mal kurz zusammenzufassen. Sie hat mit Simons Eltern telefoniert oder der Mutter. Und ist daraufhin in den Keller gegangen, um weil sie halt irgendwie an alte Sachen gedacht hat. Sie hat halt im Keller noch diese alten Boxes, diese alten Kisten mit Zeug drin, halt Erinnerungssachen. Und als sie unten im Keller war, war dieser Stapel verschoben. Und
Das ist ihr ganz kalt geworden und sie ist nochmal mit einer Lampe wieder runtergegangen in den Keller. Und dann hat sie hinter diesen Kisten eine Mülltüte gesehen. Dann hat sie die Mülltüte aufgemacht, dann war der Körper drin. Und dann hat sie die Polizei gerufen. Und das würde darauf hindeuten, dass die Hannah als Person oder Persönlichkeit, wie auch immer, nichts von dem Mord wusste oder halt davon gar nichts weiß, unbedarft in den Keller geht, da den Körper entdeckt, während Eve das ja selber auch erzählt hat in dem anderen Video, dass sie den Körper in den Keller gebracht haben. Thing was wrong. The bags, I think they were from our kitchen. You can probably check that. We never go into the cellar. It's just a place we put things we don't need. Dad used to grow mushrooms there. The bags were taped up. I think it was parcel tape up. I think it was ours. Redet sie gerade ein bisschen über diese Mülltüten, mehrere, haben sie anscheinend verhackstückt in mehrere Tüten, weil sonst wäre er nicht. Also in mehreren Tüten, die aus der Küche von Hannah und Simon stammten und die dann halt mit so einem Klebeband zugeklebt waren, mit so einem Paketband, Parcel Tape, mit so einem Paketband zugeklebt waren. Fine, considering. I got back into the house today, and that was weird, knowing your people had been there, through my things. It's like I've been burgled. And worse, obviously. I don't know. I haven't lived in the cellar yet. They sent a cleaner in. As good as new, he said. But they had to throw some stuff out. Could have gotten blood out. And I'm still waiting to hear from the coroner so we can get a date set for the funeral. It's going to be a cremation. So. Noch ein bisschen mehr zu diesen Bags, zu den Tüten, wo der drin war. When will the police let me back in the house? They let me take a bag of clothes with me, but 27.06. never go into the cellar. Muss mal ganz kurz nochmal gucken, wann war es am 27.06. Sagt sie, dass sie gerne zurück ins Haus möchte. Am 30.06. war sie schon wieder im Haus. Well, fine. It's like I've been burgled. Okay. When will the police let me back in the house? They let me take a bag of clothes with me, but. Okay. I parked up in the street. It was busy, so I had to park down the end of the road. Walked up, knocked on the door, no answer. Mal I kurz took my. abgelenkt. Okay. I parked up in the street. It was busy, so I had to park down the end of the road. Walked up, knocked on the door, no answer. I took my keys out of my bag and unlocked the door. The main lock was unlocked. You can tell because the key doesn't. Ich habe noch mal, tut mir leid, ich habe noch mal ein bisschen Twitch-Chat gelesen, jetzt muss ich mal aufpassen. Das ist anscheinend recht interessant. Okay. So, also, okay, 30.06., sie I erklärt. parked up in the street. It was Straßenplan. busy, so I had to park down the end of the road. Walked up, knocked on the door, no answer. I took my keys out of my bag and unlocked the door. The main lock was unlocked. You can tell because the key doesn't turn when you try to turn it to the left. I walked in,
Simon's coat wasn't on the peg. I couldn't see his shoes in the shoe rack. I shouted out. I walked straight into the kitchen, because he usually sits in there to have a cup of tea and read his paper, but he wasn't there. I touched the kettle, it was cold. I looked quickly in the living room, nothing. So I walked upstairs to the bedroom, and he wasn't there. I didn't search for him, because it was pretty clear he wasn't there. I had a shower. The phone rang whilst I was in the shower. I didn't answer it. I think it was Eric. Then I was just exhausted. So I lay down on the bed and I fell asleep, though I didn't mean to. I woke up a couple of hours later. I woke up a couple of hours later and I was surprised to see no one in the bed next to me. And then I remembered where I was and what had happened. That's when Eric called again. This time I spoke to him. Then I called Doug and Eleanor. And then I decided to come and see you. Okay, ich weiß nicht genau, über welchen Tag sie spricht. Das ist ganz interessant, weil dieser letzte Satz "And then I remembered where I was and what had happened." Das ist ganz interessant. Also sie erzählt einfach von dem Tag, jetzt, wie sie, von irgendeinem Tag. Ich bin gerade ein bisschen, tue mich gerade ein bisschen schwer, das einzuordnen. Sie hat auf der Straße geparkt. Vielleicht ist es nach dem Begräbnis oder was auch immer. Nee. Also sie parkt auf der Straße, sie kommt zum Haus, sie klopft an der Tür, es antwortet keiner. Sie holt die Schlüssel aus der Tasche. Aber allerdings ist dieses Türschloss, the main lock, also das Haupttürschloss, ist nicht verschlossen. Das, weil sie halt, wenn sie aufschließt, merkt sie das halt. Und sie ist reingekommen und der Mantel vom Simon war nicht da und die Schuhe waren nicht da. Sie ruft ihn, sie geht in die Küche, weil er sitzt da oft und trinkt einen Tee. Aber sie schaut sich um, sie fasst den Teekessel an, der ist kalt. Sie schaut im Wohnzimmer und ist nicht da. Und sie geht hoch zum Schlafzimmer, Treppe hoch und da ist er auch nicht. Dann sucht sie nicht weiter nach ihm, weil es halt zu diesem Zeitpunkt offensichtlich ist, dass er nicht da ist, legt sich aufs Bett, weil sie kaputt ist. Also sie nimmt eine Dusche, währenddessen klingelt das Telefon. Sie denkt, dass es Eric war. Dann legt sie sich hin, weil sie halt total kaputt ist und sie schläft ein, obwohl sie es nicht vorhatte. Dann wacht sie ein paar Stunden später auf, ist erstmal überrascht, dass keiner im Bett liegt neben ihr. Dann erinnert sie sich, wo sie ist, was passiert ist, was auch mal genau mit what had happened genau meint. Dann ruft der Eric nochmal an, sie spricht mit ihm, sie ruft selber den Doug und Eleanor an, wo ich nicht ganz genau bin, wer das ist, und dann geht sie zur Polizei, zu Come and See You, zur Polizei halt, denke ich mal. Jetzt haben wir noch einen letzten letztes Video mit den Bags. Okay. I parked up on the street. It was busy, so I parked down the end of the road. I walked up to the house. I knocked on the door. No answer. I walked in. Then I said where I want to see you. Das haben wir auch gerade. Warum wurde das so nur falsch angezeigt? Oder? Okay. I parked up on the street. Das ist doch die Eve, das ist doch die Hannah, die sagen, erzählen genau die gleiche Geschichte zu verschiedenen Zeiten, oder? 30.06.1546, 1.07. Genau die gleiche Geschichte. Das hören wir uns mal genau an. Okay. I parked up in the street. It was busy, so I had to park down the end of the road. Walked up, knocked on the door, no answer. I took my keys out of my bag and unlocked the door. The main lock was unlocked. You can tell because the key doesn't turn when you try to turn it to the left. I walked in. Simon's coat wasn't on the peg. I couldn't see his shoes in the shoe rack. I shouted out. I walked straight into the kitchen because he usually sits in there to have a cup of tea and read his paper.
he wasn't there. I touched the kettle, it was cold. I looked quickly in the living room, nothing. So I walked upstairs to the bedroom, and he wasn't there. I didn't search for him because it was pretty clear he wasn't there. I had a shower. The phone rang whilst I was in the shower. I didn't answer it. Stopp mal ganz kurz. Hier sieht man doch, guckt hier das Tattoo unten raus, am Ärmel, ganz leicht. Weil das ist doch eigentlich die Hannah. Nein, hat eigentlich kein Tattoo. Guckt das da gerade so ein bisschen raus? Müsste es nicht tiefer sein? Aber es könnte sein. I didn't answer it. I think it was Eric. Then I was just exhausted. So I lay down on the bed and I fell asleep. Though I didn't mean to. I woke up a couple of hours later and I was surprised to see no one in the bed next to me. And then I remembered where I was and what had happened. That's when Eric called again. This time I spoke to him. Then I called Doug and Eleanor, and then I decided to come and see you. Then. Okay. I parked up on the street. It was busy, so I parked down the end of the road. I walked up to the house, I knocked on the door, no answer. I took my keys out of my bag, unlocked the door. The main lock was unlocked. I could tell because the key wouldn't turn when I tried to turn it to the left. I walked in, Simon's coat wasn't on the peg. I couldn't see his shoes on the shoe rack. I shouted out for him. I walked straight into the kitchen. He usually sits in there to have a cup of tea and read his paper. He wasn't there. I touched the kettle, it was cold. I looked quickly into the living room, nothing. I walked upstairs to the bedroom, he wasn't there. I didn't search for him because it was pretty clear he wasn't there. Then I had a shower. Whilst I was in the shower, the phone rang. I think it was Eric, his boss. I didn't answer it. Then I came out and I was just exhausted. So I lay down on the bed and I fell asleep, but I didn't mean to. I woke up a couple of hours later and I was surprised to see no one in the bed next to me. And then I remembered where I was and what had happened. That's when Eric called again. I spoke to him. Then I called Simon's parents. And then I decided to come and see you. That enough? Boah, krieg voll die Gänsehaut, weil es irgendwie voll unheimlich ist. Die erzählt das ja fast wortgleich. Das ist ja krass. Link meint, die Story wäre nicht die gleiche. Doch, die Story ist doch die gleiche. Wie sie erzählt, wie sie da nach Hause kommt, im Schloss. Mit der Tür, dass sie dann, wo sie überall kontrolliert, in der Küche, mit dem Mantel, mit den Schuhen, im Schlafzimmer, dass sie duschen geht, dass währenddessen das Telefon klingelt, dass sie sich hinlegt und schläft. Und so weiter. Danach ruft der Eric nochmal an, dann telefoniert sie mit Simons Eltern, Eleanor und Doug. Dann geht sie zur Polizei. Aber dass es halt so identisch ist. Und inzwischen ist der. Voll die Gänsehaut hier, voll krass. Von euch, zum Beispiel ein Keyword, was ihr noch wollt, ist mit dem Body, was mit dem Körper auf sich hat. Ich habe 6 Entries, leider sind nur die ersten 5. Hier singt sie nochmal, auch interessant. Gucken wir mal. The breeze. I have a really fast metabolism, so stuff like that just comes and goes. The breeze. Da redet sie gerade über die Schwellung, über diesen blauen Fleck, den sie hatte, dass der schnell wieder abschwellt. Bruce. I have a really fast metabolism, so stuff like that just comes and goes. I don't know if there's much more that I can tell you that I haven't already told the other policemen.
found the body. Sie fasst sich, war die mit der Bruce, war das nicht auf der anderen Seite, auf der linken Seite auch? Mit dem blauen Fleck? Weil sie fasst sich dann die rechte Seite, aber es war auf der linken Seite doch von ihr. So stuff like that just comes and goes. His body. Didn't look real. His throat. It looked like his throat had been cut. And I didn't see his glasses. There's these thick glasses. Der Brille, das habe ich auch noch als Keyword. Really? Okay. Here's the rest. Okay, dem Song. Puh. Can you imagine? I tried. I tried to get pregnant too, but it didn't happen. I slept with so many boys, men. My body refused. I think my period stopped because hers had. I was prettier. I mean, how could we stay the same now? I felt like Hannah had really fucked things up. Set us down separate paths. We had become different. An welchem Zeitpunkt spricht sie denn da? Zu dem Zeitpunkt, den sie hier bespricht, ist es ja so, dass die Hannah schwanger ist. Das ist, glaube ich, der Zeitpunkt. Boah, das ist echt kompliziert. Weil eigentlich spielt es ja die Eve schwanger. Das ist ja das Problem. Und die Eve soll dann ja mit Hannah und Simon zusammenziehen. Das klappt ja nicht. Und danach. Aber das muss ein Zeitpunkt davor sein, als die Hannah schwanger war und nicht die Eve. Ganz kurz mal. Can you imagine? I refused. I think my period stopped because hers. Genau. Hannah ist schwanger, Eve nicht. Sie will sogar schwanger werden, damit das auch klappt, aber es klappt nicht.
Ich wollte mal nach der Bruce noch mal schauen. Dann schauen wir noch nach Baby, was da noch ist. Genau, jetzt gucken wir mal, was mit der Schwellung auf sich hat. Bruce. Der linken Seite, ja. Oh, links. Yeah. No, it's nothing. I was going through the top cupboard in my kitchen and the chair slipped and I kind of hit the door with my face. It hurt like hell. Genau, das auf der linken Seite. Das ist jetzt hier 27. Zwei Tage später. Aber als Eve eher. The bruise. Genau, rechts fasst sie sich an. I have a really fast metabolism, so stuff like that just comes and goes. Warum hat sie denn als Eve dann fasst sich dahin? Wenn man von euch hat mal ein bisschen gegoogelt, das On the Dreadful Wind and Rain ist ein Song von Jerry Garcia und David Grisman von 1992, eine Murder Ballad. Okay. If one of us got hurt, the other one would have to be hurt too. A grazed knee, a bruise. When I lost my tooth first, harness to match. Once, I slept with a boy who was seeing another girl. The girlfriend came up to Hannah the next day and punched her in the face, gave her a huge black eye. That night, she had to do the same to me. She almost went too far. I couldn't see out of that eye for days. She snapped a frozen piece up for me from the kitchen. So much of our bodies were synchronized anyway. We started our period on the same day. All our childhood diseases, stomach bugs, nits. Da erzählt sie ein bisschen halt, was sie ja vorher schon mal angedeutet hat, dass sie die Leute immer getäuscht haben, dass das ja nur eine Person wäre, obwohl es ja eigentlich zwei sind. Und dass sie halt alle Verletzungen und alles, was man halt äußerlich sehen kann auch, wenn die eine sich halt das Knie gestoßen hat oder in diesem Fall ein blaues Auge hatte, dass sie das auch jeweils bei der anderen auch machen mussten, damit es halt nicht so auffällig ist. Differences? She's a better driver than me. She passed the test for us. I tried to take it and nearly crashed the car. Learned that you can't rely on confidence to get you through everything. She is the shy one. She was especially shy around boys. If Hannah liked a boy, I would have to pursue him. It was that way with Carl. Hannah met him first. She had such a crush. I let him take my virginity after a night that his band had played at. It got difficult. When I was with Carl, we would have sex, but Hannah couldn't let him see she was a virgin. She had lots of excuses. After a while, we decided that I should take Hannah's virginity. It's not that different to a bruise, pulling a tooth. A graze. We used a hairbrush. After that, we took it in turns, though I was always the one who seduced the boys. Until Simon. Okay, da erzählt sie noch ein bisschen weitergehend, dass, wie sie das halt gemeinsam gehandhabt haben, dass die Hannah auch immer ein bisschen die Schüchterner gewesen wäre, dass sie halt immer die Jungs aufgerissen hat und dann hat sie ein Beispiel mit dem Karl erklärt, auf den die Hannah scharf gewesen wäre. Sie hat ihn aufgerissen und hätte dann aber mit ihm Sex gehabt, hat dann ihre Jungfräulichkeit verloren an den Karl. Und danach war natürlich das Problem, wenn die Hannah mit Karl ausgegangen ist, die ja noch Jungfrau war, konnte sie nicht mit ihm Sex haben, es wäre ein bisschen aufgefallen. Hat sie erstmal viele Ausreden gesucht und dann hat sie mit der Haarbürste, ne, haben sie dann, was sie sonst mit den Zähnen, wenn sie mal einen Zahn gezogen haben oder einen blauen Fleck, haben sie dann hier mit der Haarbürste halt die Gleichheit wiederhergestellt. Und dann hätten sie sich halt eigentlich immer mit den Jungs einfach abgewechselt, bis es zu Simon kam. Das war der letzte Satz dann noch. This was nine, about nine. I went round and she was waiting for me. She was furious and so angry.
the kind of anger you can only have towards yourself. We screamed at each other, argued, cried, we fought. I hit her back, left a bruise. I had my wig on from performing, she tore it off. Eventually, we grew tired of fighting and I left. Ja, guck, bei ihren Auftritten hat sie anscheinend immer die Perücke auf. Was ist das für ein Baby für 17 Einträge? We spent the wedding night in a hotel in Brighton. It would have been too much to do more. We were saving for the baby. It was wonderful to be in a hotel, away from home, just alone together. Since then we've always tried to get away for our holiday. Das muss ja dann damals gewesen sein, als die Hannah den Simon geheiratet hat. Das ist ja passiert, als Hannah schwanger geworden ist. Was ist mit dem Baby passiert später? We couldn't afford our own place. Simon dropped out of school, went full-time at the Glaziers. That was Eric's generosity. We moved in with his mum and dad. They had a spare room for us and the baby, if it came. It was a nice change, time to myself, living there for those months, full of hope. No, I lost the baby. I had a miscarriage at 8 months. We carried on living at Simon's parents until, well, it was only a few months after. Okay, da erzählt sie über ihre Schwangerschaft, die sie ja auch dazu gebracht hätte, ja mit Simon zu heiraten und zu dessen Eltern zu ziehen. Aber im 8. Monat hat sie eine Fehlgeburt gehabt. Und dann ziehen sie auch wieder bei den Eltern aus. Yes. It was a shock to him. I mean, we never thought it was possible. I don't know what he... I mean, I hadn't decided whether to keep the baby. I wasn't really ready to talk to him about it. Das ist, glaube ich, das, wenn sie drüber redet, dass jetzt dann Eve... die schwanger ist vom Simon. From when I woke up. Okay. I woke up. Simon was already up and he made me birthday breakfast of Eggs Benedict. We both had to go to work, so we saved presents till later. I got to work, had some birthday cake, children sang me happy birthday, then I came home. The birthday meal was a takeaway, and Simon gave me his present, which I didn't mind. And after that, we talked about the baby. It turned into a big argument. Simon left, I was furious. I wanted to get as far away as I could and get some space to think. So I left. Genau, das ist der Zeitpunkt. Okay. Das ist noch interessant jetzt. Das ist der Zeitpunkt, wo sie sagt, dass sie dem, ist an ihrem Geburtstag, ich werde mal nach Geburtstag auch gleich nochmal suchen, sie sagt dem Simon, dass sie schwanger ist. Ich muss kurz da durchspulen. Sie ist aufgewacht, der Simon war schon wach. Aber warum ist der denn schon wach? Wo ist denn der? Das ist doch die Eve. War der Simon woanders? Seltsam. Beide mussten zur Arbeit gehen und also sie hatte Geburtstag. Auf Geburtstag hat sie kriegt sie einen Kuchen, kommt sie nach Hause. Sie kriegt ein Geburtstagsgeschenk vom Simon und dann sprechen sie über das Baby. Da haben sie sich gestritten. Simon ist weggegangen. Sie war sauer. Und was dann diese Vorgeschichte von dem Trip nach Glasgow fast. I would have been a good mother. I was young, but I would have been a good mother. She was a girl, by the way, the baby. We were going to call her Sarah.
Simon wanted to call her Ava after his nana. Ava, schon wieder Palindrom. Ja. Boah, das ist irgendwie jetzt so viel Sachen, muss man jetzt mal schauen. Nine entries. Yes, that's my birthday. Not one of the big ones, but I guess you can see that. It was my birthday, like you said. We were going to have a meal at home. We had our meal. He gave me his present. I guess I didn't like the present. Sie haben am gleichen Tag Geburtstag natürlich. Das ist jetzt ja Hannah, die mit ihrem Geschenk nicht so zufrieden ist. Well, a week or so ago. It would have been the Saturday before my birthday. You know, I get like that on the weekends, have a lie-in, then want to get up and blitz the house. Well, a week or so ago. It would have been the Saturday before my birthday. You know, I get like that on the weekends, have a lie-in, then want to get up and blitz. Okay, erzählt sie nur von einer Woche. Der Samstag. Before my birthday. Samstag vor ihrem Geburtstag. Am Wochenende. Ein bisschen aufräumen. I think it was that time. The first time at the house, in his bed, that I got pregnant. Amazing, right? This fucking magic spell. And they say lightning doesn't strike twice. I didn't tell him. I missed three periods. They're pretty irregular periods anyway, but three. I had always thought we were infertile. Both of us. I didn't tell him. Just waited. Hannah and I were meeting for our birthday and I told her because I thought she would be happy for us both. I think she was. Das ist halt das, wie sie... Ah! Was soll das denn? Ich wollte irgendwas sagen gerade. Das Gehirn gelöscht. Ich wollte sagen... Puh, sie hat von diesem Tag gesprochen, als sie beide Geburtstag haben. Sie ist halt, Simon hat sie halt in dem Haus von Hannah und Simon geschwängert, in dem Bett. Und dass sie dann der Hannah davon erzählt hat, an ihrem Geburtstag. Okay. Ich brauche erstmal Erholungspause. Fuck.